Moin Leute, was geht? Willkommen in einem neuen legenden Arceus video Und heute geht es um die Elite-Pokémon im Spiel. Ähm, es gibt nämlich zwei verschiedene Arten Elite-Pokémon. Es gibt Elite-Pokémon, die sind random auf der Karte. Die können, nachdem wir den, ähm, ich sag mal, den Anführer in dem Gebiet besiegt haben, können die random auftauchen. Und es gibt die Fest-Elite-Pokémon, die immer an der gleichen Stelle sind. Das heißt, wenn ihr aus 1 besiegt haben solltet, was ja mal passieren kann, ähm, dann könnt ihr einfach jetzt zurück nach Hübeldorf gehen und dann wieder in das Gebiet gehen und der Elite Gegner ist wieder da. Und ich möchte euch in dem Video heute eine Liste vorstellen, welche Pokémon es alles gibt, wo sie sind, auch mit den Fundorten. Ähm, wieder in dem, in dem Fall von bisa Fans, aber wie gesagt, Link auch in der Beschreibung, da könnt ihr es euch mal genauer angucken. Und ich würde sagen, wir switchen mal ganz kurz auf das Bild und dann zeige zeig ich euch auch noch mal in Game. So. Wir gehen auf die Seite. So, das ist die Seite. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Und hier haben wir es. Allgemein, Elite-Pokémon sind besonders große Pokémon, sie werden gefangen und behalten ihre Größe äh, bei und unterscheiden sich somit von anderen Pokémon seiner Art. Hinzu kommt, dass gefangene Elite-Pokémon ein rotes Symbol neben ihrem Bild tragen, um zu kennzeichnen, dass sie Elite -Pokémon als Elite-Pokémon gefangen wurden. So, jedes Pokémon in isui kann durch Zufall als Elite-Pokémon auftauchen und dabei auch in seiner schillernden Form sein. Es also gibt auch Shiny-Elite-Pokémon. Es gibt jedoch auch stationäre Elite-Pokémon, die stets an derselben Stelle auftauchen und dasselbe Level besitzen. Diese erscheinen nach dem Fangen oder besiegen immer wieder erneut. Wenn man das Gebiet betrifft. Und da, Leute, dadurch könnt ihr sie auch in Shiny handeln, weil ihr geht nach Jubeldorf, speichert, geht in das Gebiet, wo zum Beispiel, ich nehme jetzt mal jetzt Beispiel, eine Relaxo ist, geht zu Relaxo, seht, oh, ist kein Shiny, geht wieder zurück nach Jubeldorf. Und geht, wieder, und geht wieder zu Relaxo. Das ist mal so könnt ihr im Prinzip, falls es ähm, kein Shiny ist, geht ihr wieder, 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 wieder zurück nach Jubeldorf Und wenn es ein Shiny ist, dann ja, speichert ihr am besten vor Relaxo. Und dann fangen ihr das. Falls es nämlich irgendwie verkacken sollte, dann könnt ihr nochmal neu im Ausmachen wieder anmachen. So, auf jeden Fall seht ihr Leute, wir haben hier das Obsidianenkrastland, hier haben wir eine Karte, ähm, wo ihr im Prinzip die Pokémon auch drauf seht, welche hier sind. Dann haben wir das Ganze, hier sind wir alle aufgelistet. Das geht dann runter in Rote Sumpfland. Wir haben dann auch nochmal in der Kobalt-Küstenland. Wir haben das im Kraterberg-Hochland. Und wir haben das hier im Weißen Frostland. So, wie gesagt, überall sind alle aufgelistet. Und wie gesagt, hier unten zum Beispiel Lucario. Äh, für mich persönlich, für mich, ich, hätte gern, ich hätte so gerne ein Elite-Shiny-Lucario. Aber gut, ähm, dass ihr auf Bescheid wisst. Natürlich, Leute, können Elite-Pokémon auch auftauchen, wenn ihr diese Schwärme auslöst. Ja, wenn ihr auf eine Karte geht und seht dann, ah, okay, hier ist jetzt gerade ein Schwarm und geht dann Auch in diesen können Elite-Pokémon auftauchen und können auch diese können natürlich auch Shiny sein. Auch das ist auch da möglich. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall, es gibt feste auf der Karte. Wie gesagt, es gibt dann Random welche. Dann gibt es ja welche, die in den ähm, in den Kuppeln in diesen Verzerrungen. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Da können ja auch Elite-Pokémon dabei sein. Und wie gesagt, bei diesen Schwärmen können ja auch welche dabei sein. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, welche zu bekommen. Wie gesagt, diese hier ist auf jeden Fall die, wie ihr fest welche bekommen könnt. Und ähm, wie gesagt, die anderen beiden habe ich eben gerade erklärt, Leute. Also ich würde sagen, eigentlich brauche ich euch in-game ja nichts zeigen. Weil theoretisch, wenn ich jetzt einfach zu einem Ort laufe, wo hier ein Simsala steht, Leute. Es steht da wirklich ein Simsala. Ich muss glaube ich euch jetzt nicht hier zeigen, dass da wirklich ein steht. Das äh, nutzt einfach die Karte, wenn ihr ein spezielles handeln wollt. Oder ihr sagen wollt, hey, ich hätte gerne einfach ein größeres ähm, relax weiter in meinem Team geht hin holt's euch und dann würde ich sagen Leute euch noch einen schönen Tag wir sehen uns bis denne ciao